Ich bin Andreas Eckert, Produktionsleiter bei der Kavaluna. Kavaluna ist ja eine sehr aufwendige Produktion mit sehr vielen Gewerken. Pferde, Tänzer, Artisten, Technik, Crew. Die Menschen kommen aus verschiedenen Ländern, sprechen verschiedene Sprachen. Wir reisen durch ganz Europa. Dieser Mix, das ist eine Herausforderung für mich und das macht mir einfach Spaß. Wir sind hier in Nîmes. Das Schöne an Nîmes ist, dass hier zum ersten Mal Pferde, Tänzer, Artisten, Regisseur, Produktion zusammenkommen und man sieht, ob es funktioniert oder ob man Sachen umstellen muss. Andreas has a great mind to be able to look and understand. He's a big thinker. And I like that about him. I like kind of throwing things out on the table and saying, Andreas, what can we come up with? Wir reisen 2 Tage vor der ersten Show an. Dann ist der Aufbau. Der Aufbau dauert circa 14 Stunden. Und dann sind meistens zwischen 1 und 3 Showtagen. Und dann wird abgebaut, gleich nach der letzten Show. Dadurch, dass wir mit Tieren unterwegs sind, ist es halt nicht so, dass man irgendwie nur in die Halle geht und die Technik aufbaut und das war's, sondern man hat eigentlich noch eine 2. große Baustelle und das sind die Pferde. Man muss die Infrastruktur dafür schaffen. Wir sind mit Pferdezelten unterwegs, das heißt, die Zelte werden aufgebaut, dann werden die Stallboxen aufgebaut, dann wird der Stall eingerichtet, das heißt, er braucht Licht, er braucht Wasser, er braucht Heizung, der braucht die ganze Einstreu. I like very much to work with Andreas because Andreas is for sure very strict and he has to be strict because it's a big organization and sometimes also he's funny. When you have Andreas back to you, nothing will happen, you know? I trust him a lot. Die Leute sollen sich einfach zu Hause fühlen auf der Produktion. Ich bin fest davon überzeugt, dass nur wenn die Leute zufrieden sind, auch auf einer anstrengenden Tour, wird man das in der Reitbahn sehen. Die Show sich anzuschauen und das Feedback von den Leuten zu bekommen, das ist der Moment, wo ich sage, okay, du hast einen geilen Job, das macht Spaß.